Gut, wir könnten in Rio de Oro dann sogar noch ein Starfort bauen, um nochmal plus 0,1 zu kriegen. Weil wir werden dann eh sehen, was der Unterschied ist zwischen 1111 Monaten und wie viel es auch immer dann sein wird, wenn wir fertig sind. Wollen wir hier schon einen Typen reinhauen? Nein, eigentlich nicht. Die Aggressive Expansion ist noch so riesig und das Annexed Vessel auch noch. Das dauert sicher noch jetzt 10 Jahre. Okay, die Idee brauchen wir nicht. Das können wir mal wegklicken dabei, weil ich will die besseren Schiffe. Gut, wir bauen überall Cores, wo Cores gebraucht werden. Wie schaut es in Arduin aus? Oh, das wird bald fertig. Wie viel hat jetzt am Ende dazu gebracht? 190 pro Jahr. Ja, ziemlich gut. Ich will nicht Defender of the Faith werden, aber danke, dass du mich immer wieder fragst, Spiel. Ich soll es dann, glaube ich, eh mal mit Shift-Rechtsklick kann man das gleich disablen, den Alarm, weil ich glaube, ich werde nie Defender of the Faith. Ich brauche keinen zusätzlichen Missionar. Und der Rest der Boni haut mich irgendwie nicht so vom Hocker. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas Großartiges, aber er weiß nicht. Gut, jetzt ist endlich mal das ganze Administrative Power rausschmeißen beendet. Zumindest eine Zeit lang. Wo werden wir anfangen? Sierra Leone? Ja, Sierra Leone. Das sind jetzt wieder Animisten, das heißt, da werde ich dann auch den Missionar brauchen. Aber bis wir den haben. Also bis wir Sierra Leone als fertige Kolonie haben, da wird noch einiges vergehen. 7000 Natives. Oh, damn, und ich habe natürlich nicht die Military. Whoops. Okay, das hätte ich echt verdient, dass das daneben geht. Wie viel reinforcen wir? 70 pro Monat. Okay, wir haben eigentlich kaum verloren. Dann Attack Natives. Perfekt. Und Missionary schicken. Hätte man auch schon vorher machen können, weil er muss eh erstmal 60 Tage hinreisen. Aber egal, wir haben ja keinen Stress. Gut, in einem Monat wird hier die Earth Rampart fertig sein, dann werden wir sehen, ob sich das ausgezahlt hat. Ich glaube aber eigentlich schon. Let us try to negotiate. Nein. Sicher nicht. Dann nehme ich lieber die Rebellen. Wieso seid ihr so mächtig? Ah, das Harsh Treatment ist gerade ausgelaufen. Na dann Harsh treaten wir euch gleich nochmal. Gut, ihr habt es fertig gebaut und wir sind schon. Na bitte, das ist gleich mal halbiert. Sehr gut, das heißt, wir werden auf jeden Fall noch das Starfort bauen. Und dann könnten wir das sogar in, naja, 10 Jahren missionieren. Schrecklich. Ist noch immer extrem viel. Ja, ich hoffe, ich krieg diesen Typen irgendwann mal. Oder den Theologen, damit ich die Idee reinhauen kann, die. Nein, nicht die Idee, die National Decision. Das Sheikh ul-Islam Office. Das wäre ein sehr großer Vorteil. What the fuck? Noble Rebels? Kann ich gerade gar nicht brauchen, wenn ich euch einnehmen will. Gut, wollen wir noch Star Force? Ich meine, wie gesagt, wir haben so viel Military Power, die wir nicht brauchen. Oder wollen wir lieber. Ich glaube fast, wir wollen lieber ein paar Armories bauen. Wir haben zwar ohnehin schon meiner Meinung nach wirklich viel Manpower, aber hey. Ziehen wir hier mal so einen Nord-Süd-Rahmen durch. Dann passt das schon. Better Relations over Time. Also ist ein Plus 2er, der wäre sowieso äußerst teuer.
Yay, du hattest fertig. Und wir werden gleich mal die Berberkultur switchen. Yay. Kulturen zerstören, die uns nicht in den Kram passen. Yay. Wie schaut es eigentlich auf den... auf Kap Verde aus? Nein, steht, das ist ja eine normale... Ist eine normale Kolonie, die hat sowieso immer unsere Kultur. Und die werden dann eh auch Sunni. Ja klar, natürlich. Nur jetzt sind sie Animisten. Das war ein Denkfehler meinerseits. Gut, die Tags werden immer billiger. Wir kriegen sogar einen Neighbor Bonus auf Nummer 9. Echt? Seid ihr so weit vorne? Nein. Es müssen die oder die sein. Spanien oder Portugal. Einer von euch beiden muss mir den Neighbor Bonus geben, dass ich hier minus 5% kriege. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder seid es ihr? Nein, ihr habt auch nur 8. Okay. Oder vielleicht kriegt man ihn schon, wenn man auf demselben Level ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das mit dem Neighbor Bonus funktioniert. Ich glaube, es muss jemand sein, der drüber ist. Gut, wie schaut es denn auf dem Rest der Welt aus? Wir haben ja gerade nichts zu tun eigentlich. Plague? Nein. Dukaten. Wir zahlen dafür. Serbien? Gut groß. Osmanen werden langsam aber sicher auch. Haben den Vorteil, dass sie ihre eigene Tech-Gruppe haben, die Osmanen, die ein bisschen schneller sind als die übrigen muslimischen Länder. Litauen, die goldene Horde ist am Zerbrechen. Schön. Schweden. Holy shit, Schweden. Was führst du denn auf? So wird das nichts mit Russland. 10, 10, 10. Oh, hi England, du wirst bald Großbritannien werden. Und du hast schon Administrative Tech 10, was die Voraussetzung dafür ist, aber ich glaube, man braucht zumindest noch Aberdeen. Man braucht nicht alle Länder, aber man braucht die wichtigsten und da ist Aberdeen sicher dabei, weil es das Capital ist. Und man braucht einen Core drauf, das sowieso. Was brauche ich eigentlich gerade in Rio de Oro? Sind die schon fertig? Die sind schon fertig. Sehr gut. Dachte ich mir ja. 333 Monate, das heißt, wir sind fertig. Sehen wir da nicht, das sehen wir nur hier. 46. Pff. Und das für eine Einser-Provinz, ja. Damn. Noch immer keinen nützlicheren Advisor und vermutlich auch keinen nützlicheren, nein, natürlich nicht. Keinen nützlichen Military Advisor. Wie geht's dem Empire? Dem Empire geht es noch immer kacke. Es gibt nur 21 Prinzen und trotzdem kriegen sie keine Reform durch. Sie kommen auf keine Authority. Schrecklich. Habt ihr keine Kriege zu führen? Moment mal, England. Was ist das? Seriously, England? Get your shit together. Was ist das? Was ist all dies? Wieso gibt's da Burgund? Was ist mit Frankreich los? Frankreich, what the hell? Ich setze ein bisschen auf dich, dass du hier der Weltmacht Puffer bist und mich nicht gleich an England auslieferst mit deiner Unfähigkeit. Unpackbar. Aragon ist auch so gut wie weg, aber das war zu erwarten. Spanien ist hart dabei. Portugal, er hat sich Portugal erholt. Geht da Gefahr aus von Portugal? Das wäre ganz nützlich zu wissen. 494, insgesamt 17 Schiffe. Okay, das ist nicht so überragend. Und ja, inzwischen doch 16.000 Soldaten. Ja. Okay, aber solange wir techmäßig mithalten können, ist eigentlich alles ganz okay. Wollen wir uns Stability 3 holen? Ich meine, einerseits will ich wirklich, wirklich, wirklich auf die Inflation kommen. Andererseits würde Stability 3 die Missionierung vorantreiben, aber nein, eigentlich, da muss die Inflation Vorrang haben. Die Inflation tut uns zu sehr weh. Vor allem, weil sie jetzt noch immer steigt. So, und jetzt, wie kann ich das disablen mit Shift-Right-Click? Genau, damit das nicht mehr aufpoppt die ganze Zeit. Die Farm Estate kostet zwar Active Power, aber das würde ich ehrlich gesagt verkraften. Ich glaube nicht, dass es sonst noch... Wer ist gestorben?
God damn it. Okay, trade power it is. Mehr trade power. More power to you. Was wollte ich davor sagen? Vor Trade Power? Dörr, ich vergesse viel zu viel. Tax? Nein. Economy? Nein. Ah ja, Inflation. Ja, dass wir noch immer Inflation kriegen, ist natürlich super beschissen. Ich hoffe, es wird überhaupt mit dem Inflations... ja, mit dem Inflationsbonus hier kippen können, weil sonst... Sonst weiß ich echt nicht, was wir machen. Außer die Economic Ideas voll skillen und die Inflation direkt runterdrücken. Brackner wird gleich ein Chor werden, das ist sehr gut. Wie geht's der Kolonie? Sierra Leone? Na, ja, geht ganz schnell eigentlich. Tech-mäßig sind wir auch gut dabei. Haben wir da einen Tech-Typen? Nein, haben wir nicht. Gut. Kanarien 190. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann werden wir euch mal... ich find's nicht. Was? Weil sie zu wenig Stability zur Zeit haben und weil sie einen zu guten Diplomatic-Herrscher haben. Dammit. Dammit, dammit, dammit. Ich werde mal anfangen mit euch Relations zu improven wieder. Einfach nur damit ihr nicht unter 60 fallt, das sollte man vermeiden. Da, jetzt, wir haben plus 2. Gerade nicht genug. Dammit. Ah, na klar, weil wir haben die Diplomatic Reputation verloren, aber jetzt, wenn wir den Typen nehmen, Papam! Perfekt. Gut, das heißt, Stop Relation Improvement, weil wir brauchen nur die 190. Und Offer Vassalization. Passt. Und dann können wir dich wieder austauschen gegen den billigeren Typen. Ich meine, wir haben zwar eh das Geld, aber wir brauchen die Diplomatic Power jetzt nicht unbedingt. Es reicht, wenn wir bald die Level 9 kriegen und dann haben wir erstmal genug zu tun mit unseren Schiffen. Wir wollen Pirate die noch immer losen, oder? Ja, natürlich. Gut, 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 gut. Wie viele Jahre sind wir noch voraus? 8. Meh. Missionary Strength. Statt Inflation. Wenn wir den Missionary holen, Missionary Strength plus 2%, würden wir also 2% pro Monat machen. Sind also nach Adam Riese 50 Monate. Weniger, aber wir sind auf 2,3. Also sagen wir 40 Monate. Bisschen über 3 Jahre. Bisschen über 3 Jahre unsere Inflation beim Steigen zuzuschauen. Ich glaube ehrlich gesagt, das will ich noch nicht. So wichtig ist mir die Missionierung von Rio de Oro nicht. Nein. Zumindest nicht, solange wir nicht die Inflation haben. Sobald ich die 400 Admin Tech zusammen habe und die Inflationsidee mir kaufen kann, dann werden wir den Typen austauschen mit dem Missionar. Culture Conversion in Tuat geht sehr gut voran. Ja, hätte man mit der gewartet, könnte man inzwischen auch die Tech Level 9 haben, aber meh. Arguin is now part of our province. Sehr gut.
Grain will be produced in Sierra Leone. Das ist immer gern gesehen. Ich meine, Grain ist jetzt nicht der Hammer, aber okay. Soll sein. Perfekt, Traza hat auch seinen Chor. Gut. Pass Anti-Piracy Act. Better Relations over Time, einfach so. Ja, wieso sollte ich das nicht nehmen? Jederzeit. We have control of 32%. Oh, so kommen diese Boni zusammen. Jetzt verstehe ich das erst. Okay. Das hätte man mal nachschauen können, ja? Das sollte ich schon wesentlich länger wissen. Deswegen kriege ich ständig diesen Ivory-Bonus und verlieren dann auch wieder. Weil wir scheinbar genau um diese 20% da herumtanzen. Okay. Okay, okay, okay. Ja, kann ich das irgendwie sehen? Wo ich wie mit welcher Saxony. Protestant Reformation. Okay, die Reformation. Südeuropa eh ein bisschen schwächen. Nicht Country. Nicht Trade. Trade Notes, Trade Goods. Demand for grain comes from 1012 provinces. Okay. Okay, ich nehme an, wann immer Supply höher als Demand ist, werden wir also verkaufen. Aber wo sehe ich... Ah nein, da geht's gar nicht. Da geht's gar nicht um mich, da geht's wirklich um die Welt. Kano, Abomey und Oyo sind Top Supplier und Wazuyu, das glaube ich auch bei mir liegt, produzieren jeweils 0,8% vom Grain der Welt. Okay. Und bei Slaves? Ah, okay, bei Slaves kann ich sehen. Slaves sind quasi, bin quasi nur ich. Und Ivory, wer ist da mein großer Konkurrent? Mosambik, Mombasa. Ich nehme an, das gehört alles zu Basir. Ups. Mombasa. Nein, es gehört alles zu Swahili vermutlich. Tanga, Malindi, Lamu, Mogadischu. Ja, okay. Die produzieren alle Ivory und die produzieren sehr viel Ivory noch dazu. Okay. Okay, also wieder einen Teil des Trade-Systems verstanden. Das ist sicher noch die Komponente, die sich mit der ich mich am wenigsten auseinandergesetzt habe. Ich habe auch seit dem mittelmäßigen Trainingsrecording. Moment. Goddammit, ich wollte gerade nachschauen, ob das auch bei 20% kickt, aber vermutlich. Seit meinem Demo-Recording mit Venedig habe ich nie wieder ein Land gespielt, das in erster Linie auf Handel aufbaut. Deswegen habe ich mich nicht wirklich mit dem Trading-System auseinandergesetzt. Auch jetzt nicht über die Wiki oder sonst irgendwas, es gibt ja eine relativ ausgeprägte Wiki zu den meisten Paradox-Spielen. Aber, nope, irgendwie noch nicht. Hey, wir haben 30% Power in diesem Trade-Node.
Und es wird alles weitergeschickt. Die Mariniden schicken alles hierhin. In den Sevilla Node. Wo sie aber nur 22% haben. Ob sich das mal rentiert? Okay, ich glaube, wir sollten langsam mal aufhören. Ich habe mir wieder nicht gemerkt, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Es ist jetzt 3:30. Kann sein, dass ich um 2 begonnen habe zu recorden, dass ich schon wieder 1,5 Stunden spiele. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich spiele vielleicht eine Stunde, wenn es hochkommt. Aber ich werde es trotzdem mal beenden. Oh! Wieso sagt mir das denn niemand? God damn it! Tata! Und wir bauen Inflation ab. Puh. Okay. Dann wird das jetzt die letzte große Entscheidung, weil wir können jetzt natürlich den Typen stampern, den Missionar stattdessen einsetzen und damit Rio de Oro missionieren. Was mir wirklich absolut nicht wichtig ist im Moment, um ehrlich zu sein. Nein, ich glaube wirklich, das kann noch ein Jahr oder so warten. Weil ich muss, der Typ ist schon 40, ich muss aus dem rausschlagen, was geht. Wann fängt denn das Death Risk an? Da, mit 47 hat er schon eine 4%ige Chance zu sterben. Mit 48 schon 5%, okay. Bei meinem Glück stirbt mir der Typ spätestens mit 50 weg. Das heißt, ich muss die nächsten 10 Jahre das Maximum aus dem Typen rausholen. Und solange es nicht anders zu missionieren gibt, und das gibt es in nächster Zeit nicht, werde ich versuchen, die Inflation zu drücken, soweit es geht. Gut, und dann warten wir jetzt noch das eine Monat, bis wir... Oh, hi! Das ist immer gern gesehen. Das eine Monat, bis wir hier die Diplomatic Power zusammenkriegen. Gut. Carrax and Caravel. Die Lateinsegel sind das jetzt. Okay, mehr Colonial Range, Navy Morale, Navy Maintenance increased, soll sein. Und 2 neue Schiffstypen. Sehr gut. Das heißt, ein bisschen was in Richtung Force Limit zu bauen, könnten wir uns sicher antun, könnte nicht schaden. Könnte auch bei den Landeinheiten nicht schaden. Ich meine, die Landeinheiten werden ja sowieso immer upgraded, bei den Schiffen ist es immer so eine Sache. Ich meine, jetzt noch Schiffe zu bauen, die alten Schiffe wären noch blöd gewesen, es war überhaupt schon dumm, dass ich die beiden Schlachtschiffe noch gebaut habe. Weil ich könnte jetzt einfach die besseren Schlachtschiffe bauen. Schlachtschiffe werden nicht upgraded, logischerweise, die sind gebaut. So wie es halt die aktuelle Technik zulässt. Das heißt, eigentlich für komplette Effizienz müsste ich jetzt meine beiden Flotten komplett zerstören und nochmal neu aufbauen, was ich natürlich nicht machen werde. Aber es macht erst jetzt wieder Sinn, mit den neuen Schiffen sie zu erweitern. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir haben über 1000. God damn it. Und wir haben jetzt den Inflationstypen. Das heißt, wir können endlich anfangen, die verbliebenen Tempel zu bauen. Und ein bisschen Admin-Tech rauszuschmeißen. Ich will trotzdem nicht allzu viel Admin-Tech verbrauchen. Aber Tempel sollten es schon sein. Weil es einfach so fucking viel für die Wirtschaft tun. Bauen wir noch eine Farm Estate, wieso nicht? Jetzt wo ich gerade gesehen habe, dass wir so gut im in der Weltwirtschaft liegen mit unserer Farm Estate, wo ist denn eine starke Farm Estate? Ich meine, es ist eh wurscht, es erhöht das Trade Value ohnehin um denselben Punkt, aber hier produzieren wir 3,26, oder ist es der Trade Value? Ist es der Trade Value oder ist das die Güter, die produziert werden? Weil dann hängt schon von den Gütern ab. Gibt wohl nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Gut, und ums restliche Geld werden wir vermutlich eine neue Armee oder eine neue Navy bauen. Sierra Leone ist gut dabei. Tuat wird bald seine Culture switchen. Oh, dieses Jahr noch. Im September. Okay. Und ja, die Frage ist, wenn wir als nächstes Song High einnehmen, wir sollten es natürlich schon versuchen, das zu machen. Wir kriegen noch 47 durch Improved Relations. Dann sind wir also auf 146. Bauen pro Jahr
4,5 ab. Also in 5 Jahren könnten wir das machen. Und die Kanarien können wir eh erst annexen nach mindestens 10 Jahren, also erst in 8 Jahren. Okay, das heißt, Songhai wird Vorrang haben, dann die Kanarischen Inseln. Und dann muss ich mich ganz ehrlich nach einem neuen Opfer umschauen. Ich weiß nicht, was ich dann noch machen werde. Vielleicht werde ich bis dahin auch noch einen Krieg gegen die Mariniden führen. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Vielleicht zu einem Zeitpunkt, an dem sie sich in den Krieg stürzt mit irgendwem. Portugal will Tangier, das wäre sowieso hier. Wenn Portugal diese Mission hat, werden sie vermutlich bald gegen die Mariniden kämpfen. Und dann wäre ein guter Zeitpunkt, den Mariniden in den Rücken zu fallen. Und ihnen hier Ifni und Sousse und vermutlich noch ein bisschen mehr abzunehmen. Das sind alles wieder relativ teure Provinzen. Aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Marrakesch wäre schon ziemlich cool. Zwar auch ziemlich teuer, den Chor zu bauen und die Religion zu switchen. Vor allem ist das eine Schiiten. Was? Okay, ich hoffe, dass dagegen noch was gemacht wird von Marinidenseite, weil ich übernehme sicher keine Schiitenprovinz. Sicher nicht. Das dauert ewig, die zu switchen. Na gut, aber das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Bis dahin. Ciao, Leute.